Herzlich willkommen zu weiterer Folge Karte Ingo Thüringen. Wir starten jetzt ein Spiel neu von vorne für heute. Neue Aufnahmezeiten. Wir werden als erstes mal wieder einen Kurs für Kursfeld fahren, dass er woanders abkippt. Das ist im Dunkeln etwas schwieriger als im Hellen, weil Acker nicht zu sehen ist. Ja, Rest heute Mais steht an. Mais. Aktuell schon wieder auf 30, dass wir die Nacht überdronnen kriegen. Auf den Feldern ist aktuell noch so nass und er meldet wieder Regen an. Wir werden dann hier hinten Anschluss, wenn das Mais fertig ist und noch Regen ist, mit Pflügen beginnen und die anderen Fahrzeuge, die jetzt überall rumschwirren, nach Haus bringen. So, angekommen. Das heißt, wir werden mal hier anfangen mit der Kursaufzeichnung. Da wir jetzt so weit sind, dass wir eigentlich woanders abkippen müssen, müssen wir so das machen. Wir hätten das, wenn das gespeichert gewesen wäre, nicht machen müssen. Aber da ja wir es ein bisschen anders Regen verlagern wollen, soll es doch ein bisschen woanders hinkommen, ne? Und zwar im hinteren Ende ist noch recht viel Platz. Anführungszeichen. So. Hier haben wir Abkippsymbol und dann geht es weiter. Oh, endlich kein Staub mehr. Oh. Also der Kurs ist nichts. Also machen wir mal kurz pausieren. Ja, im Dunkeln ist man blöd. Und wir werden mal ganz kurz die Punkte löschen. Und wir fahren nochmal zurück zu dem Punkt, wo wir jetzt gelöscht haben. Und machen da Pause beenden. Oh, es ist immer gewaltiger Regen heute. Hoffentlich nicht, der Boden zu schwer ist, dass wir nicht rauf können, ne? So. Pause Ende und wir fahren weiter. Hoffentlich nicht Richtung Zaun. Ja, dunkel ist immer schlecht. Aber gut, das haben wir geschafft, die erste Runde. So. Ende und einstellen. Natürlich kann er keinen finden, weil noch keiner existiert. Beziehungsweise schon. Wir fahren mit, ne? Den Drescher mal aktivieren mit Kursplay und dann werden wir schauen, ob das jetzt gut klappt. Den zweiten werden wir gleich den Kurs kopieren, dass wir da zwei fahren können. Innen drin sieht man auch nicht viel mehr. Ist halt hier nachts sehr dunkel, ne? Ah, da ist schon da. Den Rest laufen wir zu Fuß. Ich laufe schneller wie 24 km/h. Irgendwo muss noch ein Zweifaktor hier sein. Hoffen, dass der Kurs gespeichert ist. Ah, ist. So. Das muss ja dicht bei sein. Der ist voll.
Und ich hoffe, dass er keine Dummheiten macht. Der Hexer fährt natürlich wieder verkehrten Kurs angefangen. Da ist natürlich kein Mais mehr. Junge, hier ist doch nichts mehr. Komm, folgt mir mal ganz kurz. So, Gaste. Uff. Wenn wir ein bisschen verwirren, ne? Das fahren wir rückwärts. Ich sehe natürlich genauso schlecht wie der. Na, der Kursfahrer sieht ja nicht, der hat ein Programm hier. Nehmen wir gleich mit. Ob er das speichert, ist glaube ich unwahrscheinlich, aber hier könnte es natürlich sein, dass er ein bisschen speichert. So, so lässt sich der Bursche hier. So, lass er gerade ausfahren. Das bringe ich rum hier. Das könnte ich hier einstellen. Die Pfeile gehen nach oben, ne? Ja. Das ist ungünstig. Die Bahn, die ich jetzt habe, muss ich nehmen. Aha, gut, okay. Ich muss hier mal schauen, ob man hier einstellen kann. Na, beginnen. Aber ich kann nicht einstellen. Achso, hier ist er mit All Drive. Wenn ich hier das mache mit dem hier, dann geht's. Wendekreis 16 Meter. Auch verkehrt. Das ist grundverkehrt, weil wir im Prinzip schon zu weit sind. Wir müssen noch vorne was machen. Aber es wird gleich hell werden, ne? Das auch nicht. Oh. Jetzt geht das los. Jetzt will er mich unbedingt. Oh, gibt's doch gar nicht. Das davon. Ja. Geht nicht hoch. Schlecht, ne?
So, haben wir keinen. Na, haben wir nicht aktiviert. Na, mal Traktor aufrichten. Dann machen wir den Hänger gleich auch gleich. Naja, so geht's auch, ne? Aber ich habe eine neue Coastplay-Version drauf. Vielleicht deswegen. Obwohl, normalerweise müsste er längst hingekommen haben. So. Und es wird auch noch hell, will Gott sei Dank auch. Jetzt können wir da auf normal 5 gehen. Ne, 5. Unser Strohsammler, kein Stroh mehr da ist mittlerweile. Aber wir kriegen noch ein Feld noch Stroh, dann ist aber 12 auf jeden Fall. Dicht am Hof. So, mal sehen, wie er es macht. Fahrer neben Tasche, das ist richtig. So. Aber der Regen ist nicht so laut. Recht extrem. Könnt ihr hier mal gucken, ob wir hier was machen können. Gesamtlautstärke, Umwelt ist 10%. Macht er jetzt gerade? Achso. Machen wir auf 30%. Okay, läuft. Auf jeden Fall. Brauche ich ein bisschen langsamer Rechner. Keine Ahnung warum. Hat er einmal abgekippt? Ja, sieht so aus. So, mal das Gerät starten, ne? Dann fahren wir zurück. Ein bisschen verteilen, ne? Oh, hat er wohl gemacht, ne? Bei der Schräge können sie gut hoch und runter fahren, ne? Alles gut. Deswegen mache ich ja immer mehrere Aufnahmen auf einmal, weil dann gibt es die Schwierigkeiten, nur am Anfang und nicht ein paar Mal hintereinander.
Sonst würden wir nie vorankommen. So, ein bisschen wegfahren von oben. So, wir haben ein Bärchen gezaubert. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Schon wieder Zeit um. Die Zeit geht wie im Fluge. Wir machen gleich weiter hier in der Geschichte. Ich danke mal fürs Reinschauen. Ja, hat mich gefreut. Bis jetzt immer, ne? Die entsprechenden Zusagen und zu. Ja. Kommentaren und so. Wir haben fast ein Jahr jetzt geschafft, in Anführungszeichen. Der Zuwachs ist recht mal ordentlich, sag ich mal sagen. Ne? Dafür, dass ich im Prinzip fast keine Werbung gemacht habe. Ist ganz ordentlich. Die mal zufälligerweise zu mir gefunden haben. Ne? Völlig super. Die bis heute geblieben sind. Dann sagt mal Tschüss und Winke und danke dafür. Und ciao, ciao. Man sieht sich und hört sich und wieder fleißig nächste Folge. Tschüss.